Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch gern mitnehmen bei einem Design-Verzierungsnagel. Und zwar möchte ich euch gern ein kleines Rosendesign zeigen, und zwar mit meinem neuen Schätzchen hier. Mega, mega, mega toller, dünner Nail-Art-Pinsel, wo ich demnächst in meinem Shop verkaufe. Ich finde den so genial, Mädels. Die Farbe rosa, altrosa Metallic mit einer Schutzkappe. Also der kommt praktisch so zu euch mit einem süßen, mit dem süßen Namen von dem Pinsel. Der heißt Monja. Fand ich total süß. So kommt er zu euch. Richtig, richtig schönes altrosa. Dann habt ihr diese wunderbare, mega, mega dünne Spitze, mit denen ihr mit Gel oder mit Acrylfarbe malen könnt. Aber immer nur ein Pinsel für eine Farbe. Also entweder ein Pinsel male mit Gel oder ein Pinsel male mit Acrylfarbe. Beides in einem Pinsel, da gehen die Pinselhaare kaputt. Seht ihr, wie dünn das ist. Ich habe jetzt schon Farbe drauf, also ohne Farbe ist es noch dünner. Also die sind wirklich der Oberknaller. Mit denen Pinsel kann jeder wirklich dünne Linie malen. So. Machen wir mal eine kleine Rose. Rose Design ist immer sehr beliebt. Es geht schnell. Sieht elegant aus. Ihr malt es über den Aufbau, über die Versiegelung, also praktisch auf den fertigen Nagel. In der Mitte, in der Rundung, ist die Rose immer etwas dicker und am Rand dünn auslaufen lassen. Mit diesem Pinsel könnt ihr es auch wirklich dünn auslaufen lasse. Schaut mal, also der ist der absolute Burner. So, dann gehen wir kurz anhärten. Da wird es in zwei Varianten geben. Also einmal, wie gesagt, in diesem wunderschönen Altrosa. Und selbe Pinselspitze, nur anderes Design, schwarz mit tolle Glitzersteine. Selbe Pinselspitze. Also genau selbe, nur eben andere Optik. So, und ich habe gerade gesagt, es gibt zwei Varianten. Nein, es gibt drei Varianten. Ich habe noch an alle gedacht, die nicht auf Glitzer oder auf Metallic stehen. Und zwar, schaut mal, ich habe noch einen hellrosanen Nailart-Pinsel mit wunderschönen hellrosanen Perlen. Natürlich genau dieselbe Spitze, dieselbe Länge. Also genau dasselbe, nur andere Optik. Diese drei Varianten gibt es ab jetzt in meinem Shop. Damit auch ihr wunderschöne dünne Linien mit Gel oder mit Acrylfarbe malen könnt. So viele haben mich gefragt, immer nach den Videos, mit was ich so tolle dünne Linien male. Deshalb habe ich die Pinsel für euch in meinem Shop aufgenommen. Ich hoffe, ihr freut euch. Und für diese drei herrlichen Varianten habe ich mich entschieden. Und ja, schaut einfach mal durch. Wenn ihr wollt, bestellt es gern. Und dann könnt ihr auch so dünne Nail-Art-Linien malen. So, machen wir das Design weiter.
Also da seht ihr, wie mega, mega dünn meine drei neuen Pinsel malen. Und von der Optik, da brauchen wir nicht drüber reden, die ist ja einfach nur der Burner. Gerade egal welche von denen drei. Also ich finde sie einfach nur wunderschön. Dann härten wir es kurz aus. Und dann setzen wir gerade noch ein paar Punkte mit dem Spotty. Und dann sind wir schon fertig. Dann haben wir ein super elegantes Design in Sekundenschnelle gezaubert. Beide Punkte ist ganz wichtig, dass ihr immer nach oben setzt die Punkte. Immer nur einmal in die Farbe geht, also sprich der, wo am größten sein soll. Und die anderen wäre dann kleiner. Und dann nochmal aushärten. Die andere Seite vom anderen Ringfinger wollen wir natürlich auch bemalen. In der Mitte, wo die Rose Bogen macht, immer ein bisschen dicker, dass die Rose ein bisschen lebendig wird und dann ganz dünn auslaufen. Und alle, die bis jetzt hat, nie dünne Linien mit Gel malen konnte, garantiere ich euch, dass ihr mit diesen Pinseln das in Zukunft hinbekommt. Die Pinsellänge ist so genial, das geht ohne drüber nachzudenken. Ohne anzustrengen. Kurz anhärten. Alles mit French Gel gemalt, nicht mit extra Acrylfarbe. Ich sehe das leider auf Bilder immer öfters, dass viele bei der Nail Art sehr, sehr dicke Linie malen und es sieht einfach nicht elegant genug aus. Der Nagel ist so klein und so fein, das sollte die Nail Art auch elegant sein, sprich ganz, ganz dünn. So, wenn es ausgehärtet ist, versiegelt ihr nochmal mit einem Versiegler eurer Wahl. Ich bevorzuge zurzeit Versiegler ohne Inhibitionsschicht, weil ich mir einfach den Schritt spare vom Abcleanern. Das ist aber Geschmackssache. So, nach dem Versiegeln sieht es dann so aus. Das ist dann das fertige Endergebnis. Mega, mega schnelles. Sehr filigranes, sehr elegantes Design. Das Endergebnis vom Farbfrench sieht dann so aus. Ich finde, Rose, filigrane Rose mit filigrane Striche passt immer. Egal zu welcher Farbe, ob jetzt rosa drunter ist oder rot, ob Farbfrench, ob Weißfrench oder ob Fullcover. Wenn es dünn und elegant gemalt ist, passt es immer. So, das sind nochmal die drei Varianten. Schaut mal im Shop durch. 13,99 Euro je Pinsel. Und ich verspreche euch, ihr kriegt in Zukunft auch so schöne dünne Linie hin. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen. Ohne eure Manu.